Hallo, hier wieder Felix. Heute zum Thema Kontrolle vom Bremskraftverstärker. Wo der Bremskraftverstärker ist aktuell nicht lieferbar. Bei dem müssen wir einfach schauen, den gebrauchte wieder einbauen. Hintergrund, der Hauptbremszylinder war undicht und die Bremssicherheit ist Richtung Bremskraftverstärker gelaufen. Den haben wir jetzt gereinigt und machen für den eine Kontrolle, bevor wir es in den Jeep Wrangler wieder einbauen. Im Endeffekt haben wir hier eine Vakuumpumpe. Hier bauen wir Vakuum auf und gehen dann hier mit einem T-Stück rein in den Bremskraftverstärker und haben hier Manometer zur Kontrolle vom Unterdruck. Jetzt steuern wir einmal die Vakuumpumpe an und schauen, wie wir hier schön Unterdruck aufbauen. Und jetzt haben wir die Vakuumpumpe beendet und jetzt können wir hier schauen, hält langfristig das Membran dicht und ist der Bremskraftverstärker noch in Ordnung und können wir dann ins Fahrzeug einbauen. Natürlich alles in Rücksprache mit dem Kunde, aber so können wir wenigstens wieder bewegen, das Fahrzeug bewegen und ist mobil. Bis bald, euer Felix.